Hallo zusammen. Irgendwie habe ich nach und während dem Winter immer so furchtbar trockene und spröde Hände. Dafür mache ich mir hin und wieder eine Mischung aus Olivenöl und Salz. Und damit reibe ich meine Hände ein und danach sind die Hände wieder schön geschmeidig. Ja, das Problem mit den trockenen Händen kenne ich leider auch sehr gut. Aber ich benutze dagegen Kieselerde. Kieselerde einfach in Wasser auflösen, die Hände damit einreiben, abspülen und schon habe ich wieder ganz geschmeidige Hände. So, wie erhält man jetzt wirklich geschmeidige Hände? Zwei Möglichkeiten. Annelie sagt mit Salz und Olivenöl und Carsten sagt mit Kieselerde. Frau Oels in Berlin, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist Frau Oels. Grüß Sie. Haben Sie eine Idee, wie Sie geschmeidige Hände bekommen? Also, ich würde sagen, die Annelie hat recht. Öl geht immer, oder? Ja, ich denke schon. Wir locken es einfach mal ein und gucken, was rauskommt. Annelie mit Ja. der Auflösung. Ich weiß, wovon ich rede. Um besonders geschmeidige Hände zu erhalten, macht man Folgendes: 4 Esslöffel Olivenöl und 1 Esslöffel Salz in einer Schüssel verrühren und die Masse auf die Hände geben und richtig schön peelen und reiben. Und danach kurz mit lauwarmem Wasser abwaschen und sofort abtrocknen. Danach bleibt das Öl auf der Haut und die Hände sind super schön geschmeidig. Übrigens, das Ganze geht natürlich auch mit Zucker anstatt mit Salz. Frau Oels? Ich bin dann. Ja, Sie kennen Ja, sich aus. Haben Sie es mitbekommen? ich kenne mich aus. Es gehört ein bisschen zu meinem Beruf. Ah, Toll. umso besser. 250 € hat Ihnen das eingebracht. Ganz herzlichen Dank. Ich Ihnen freue danke. mich. Tschüss, Frau Ja? Oels.